Lieber echtes Silber als falsches Gold. Und was hier diese zweite Regierung hier dieses Bild aufmacht, dass dieser Sportler, ja eigentlich alles, was er im Leben nur haben wollte, ist Ruhm zu haben, der Geilste zu sein, der Coolste zu sein. Ich glaube, das genau widerspricht dem, was alle anderen drei Teams, und ich denke auch, was die Mehrheit hier in diesem Raum denkt, was das sportliche Ideal, was die Idee hinter Lüge ist. Und das spiegelt auch genau diesen Gedanken wieder, warum der Sportler nämlich nach Ansicht der zweiten Regierung zum Beispiel das alles nur machen sollte, um den besten und teuersten oder bestbezahlendsten Sponsor zu bekommen. Denn das ist ja sein letztliches Ziel, zumindest so, wie es hier darstellen. Und dass das eben diesen Ausverkauf bedeutet, darauf sind Sie gar nicht eingegangen. Vielleicht können Sie sich das nicht vorstellen, vielleicht ist Ihnen das egal. Aber uns ist das nicht egal. Wir denken, dass diese Ideale tatsächlich wichtig sind. Und dass es tatsächlich einen Schaden für diese Ideale bedeuten kann, wenn die als korrumpiert, als gekauft, wenn der Sportler, der gleichzeitig für die Schulen eingestanden hat, in der nächsten Woche mit einer Colaflasche im Fernsehen steht, dann kauft ihn das niemand. Dann kauft ihm das kein Mensch ab. Und das schadet der Sache. Das hilft vielleicht diesem einen Sportler. Aber wir denken, dieser Sportler sollte das dann nicht tun. Und wir denken, dass wir ein Problem hier haben, wenn wir eine Delegitimisierung des Wettkampfes haben. Denn wenn es in Konfliktländern, also in Ländern stattfindet, in denen es Probleme tun gibt, wie beispielsweise jetzt in Russland, wo wir sagen, dass wir hier die Situation der Homosexuellen dann werden viele Sportler dann da nicht teilnehmen oder protestieren. Das heißt, dieser Sportkampf, dieser Wettkampf wird da im Grunde zum Nicht-Wettkampf, weil da viele von den Sportlern, die sonst Medaillen geholt hätten, eben nicht teilnehmen. Das heißt, das wird ein bisschen zur Farce. Da gehen wirklich nur noch die hin, die wirklich skrupellos genug sind, das noch mitzumachen. Das heißt, es verliert diesen Charakter des Allemachen mit. Der wirklich beste Sportler, ganz allein auf den Sportgedanken, wir versuchen hier wirklich einfach den besten Sportler zu finden. Die ganze Welt schaut zu, alle zusammen freuen sich, dass wir gemeinsam Olympische Spiele haben. Nein, nein, das sind einfach nur die Diktatoren-Sportler, die mit den Diktatoren-Sportlern da ein bisschen rumtun. Und wir denken, weil im Westen wird es das, wir denken ja zumindest, dass wir die Guten sind, dass es das da eher nicht nötig sein. Das heißt, entweder sind die Spiele also, werden sie als nicht legitim wahrgenommen, oder sie werden eben, das heißt, sie müssen entweder nur noch im Westen stattfinden, oder sie werden dort niemals als legitim wahrgenommen. Und das zerstört eben genau den Gedanken und genau das Ziel, was wir mit der Völkerverständigung haben wollen. Denn wenn wir es nur noch im Westen stattfinden lassen, oder wenn wir es da nie zählen lassen, genau das ist die Idee von Olympia eben nicht. Und genau da machen wir Olympia kaputt. Ich werde meine Rede an eigentlich genau denselben drei Fragen festmachen, mit der diese ganze Debatte auch begonnen hat. Nämlich, warum jetzt, warum Sochi und warum ich? Die erste Frage ist, warum jetzt? Und da kommt von der Seite der Regierung, ist jetzt eine gute Zeit, es könnte jetzt super klappen, wir machen damit auch einen Skandal, eben klar, das ist ganz toll, dann sollen wir das jetzt gerade, jetzt 2015, die Zeit ist reif und sowieso passt ja Russland auch gerade ganz gut. Wir auf der Positionsseite haben aber hier ganz viele Negativfolgen gezeigt. Warum gerade da, wenn man es gerade jetzt macht, wie viele, viele Negativfolgen haben, die wir alle nicht haben, wenn wir jetzt beispielsweise ein halbes Jahr später machen können. Ein Jahr später machen können. Vielleicht ist die Reichweite nicht so. Vielleicht haben wir dieses einmal nicht ganz so viel Einfluss oder Auswirkungen auf die Gesellschaft, aber dafür erhalten wir uns die Möglichkeit, das auch weiterhin zu tun. Und dann würde ich lieber die Möglichkeit haben, auch in 5 Jahren, in 10 Jahren tatsächlich noch Auswirkungen, Einfluss üben zu können, als mir jetzt alle Chancen zu verbauen. Dann kann der Erfolg hier auch dreimal so groß sein, als wie in einem halben Jahr. Und wir sehen ja an der Debatte oder an der Diskurs, das ist ja nicht mal eine Debatte. Man muss ja sagen, eigentlich einhändig hat keine Zeitung, die wir sehen hat, auf der blöde Schule. Also es redet ja einen Diskurs an und wir denken, es ist durchaus möglich, auch außerhalb eines großen sportlichen Wettkampfs. Deswegen ist die Frage, warum jetzt, ganz klar auf Seiten der Opposition, besser jetzt nicht. Warum, nein gerade nicht, warum Sochi, also warum dann die Olympischen Spiele? Und warum gerade die Olympischen Spiele in Russland? Also Ruhm war auch ein bisschen unklar mit seinen Fragen, ich muss jetzt auch ein bisschen unklar mit seinen Antworten sein. Warum also Sochi? Und da wird gesagt, nun war ja gerade in Russland da das Problem vor. Jetzt stellen wir uns zum Beispiel, da hat die erste Opposition ganz durchaus begründet gesagt, was soll Russland davon abhalten, dann sobald die Kameras weggezogen sind? So, die Kameras werden da nicht ewig bleiben. Dann einfach genauso weiterzumachen. Ist ja jetzt nicht so, dass in China nach den Olympischen Spielen alles besser wurde. Und auf einmal da viel vor der Eierkugel war. Und wir haben keinen guten Grund von der Regierungsseite gehört, warum das da jetzt ein langfristiger Erfolg sein sollte, warum sie es hier lange ziehen sollte. Im Gegenteil, wir haben gute Gründe dagegen gehört. Und wir denken auf der anderen Seite, dass eben genau diese Funktion der Olympischen Spiele, diese Völkerverständigung, dieses Aneinanderbringen von Ländern, die sonst vielleicht im Streit, in der Konkurrenz stehen, dass hier Athleten aus Ländern, die verfeindet sind, Todfeinde sind,
nebeneinander an einer Startbahn stehen können und gemeinsam an diesem sportlichen Wettkampf teilnehmen können. Das hatten wir, eine große zivilisatorische Errungenschaft. Und wir denken, dass das hier kaputt geht und hier zerstört werden kann. Und das war der zweite Punkt dazu, den Marc hier erwähnt hat und eingebracht hat. Dass das ja dann immer Fremde sein werden. Denn die Russen werden in der Regel schon gecheckt haben, dass, oder gut durchgeprüft haben, dass alle ihre Athleten auch wirklich stramm Linie stehen. Dass keiner von denen, das wäre ja der größte Eklat, wenn einer von den russischen Athleten das machen würde. Deswegen haben sie ja gut aufgepasst, sich ja schon vorselektiert, geschaut, mit wem trifft er sich wahrscheinlich abends. Das werden sie schon genau geprüft haben, damit ihnen genau das nicht passiert. Das heißt, wenn es irgendwer macht, und ich denke, da stimmt wahrscheinlich die Regierung auch zu, dann wird es wohl irgendeiner von uns sein, also zum Beispiel ein europäischer Sportler oder ein amerikanischer Sportler. Dann ist das also ein Fremder. Dann ist das also jemand, der von außen kommt, der ja sowieso von diesen Ländern, wurde ja auch schon die ganzen Schulen erlauben und was ist das überhaupt und Sodom und Gomorra, das ist ja genau das, wovor wir uns schützen müssen. Das ist ja genau das, diese Einflüsse, die wir ja nicht wollen. Denn das ist nicht normal und das ist natürlich nicht natürlich. Das ist die Denkweise, die dahinter steht. Und die unterfüttern wir gerade in dem Moment, in dem wir das nicht von innen kommen lassen, sondern von außen. Ja, bitte. Glaubst du wirklich, dass die Völkerverständigung durch Sportler geschädigt wird und nicht viel eher dadurch, durch reale Sachen, nicht weil irgendjemand schwul ist und darüber redet, sondern weil zum Beispiel sich Obama und Putin nicht verstehen über Syrien und sich deswegen streiten haben? Es gibt viele Brandherde und ihr schafft einen weiteren. Ich denke, das muss ich sagen. Kommen wir nämlich zu der Frage, warum gerade ich? Und dann sagt uns die zweite Regierung, ich will es nochmal aufbringen, ja, wir sollten das machen, denn das bringt uns ja Geld, das bringt uns einen guten Vertrag beim größten und besten Sponsor. Und wir denken, dass dieser komplette Ausverkauf, dieser komplette Untergraben und Verrat von allen Idealen, die man vielleicht jemals gehabt hat, an dieser Stelle der Sache mehr schadet, als sie nützt. Und wir denken, dass das sowieso auch noch der ersten Regierung komplett widerspricht, die niemals davon geredet hat, dass wir das für Geld tun, sondern die immer davon geredet hat, dass wir das für Werte tun. Und wir denken, dass es noch viel schlimmer ist, weil der Athlet auch noch sein Team und sein Land enttäuscht. Dass der Athlet langfristig dazu führt, dass alle Länder schauen werden, dass solche Risikofaktoren, der Sportler wird in dem Moment zum Risikofaktor, dass diese am besten vorher rausselektiert werden. Und damit schaffen wir dauerhaft eine Situation, in der Sportler niemals protestieren können. Nicht mal außerhalb der Olympischen Spiele. Und das ist viel, viel schlimmer.